Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 11.12.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da sehen wir, geil, die Zuckerfee ist wieder da. Schön, Ruby auch. Und wir fangen einfach mal auf der rechten Seite an. Schattenboxer. Ja. Relativ cool. So macht der Herr gleich auch immer hier. Zack, zack, zack. Wusch, 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 wusch. So, mega geil. Auf jeden Fall cooles Teil hier. Wir haben 3,46 von 5 bei 13 Votes am 9. März 2019 das erste Mal drin gewesen. Das fünfte Mal jetzt 11 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 16. Oktober. Weiter geht's mit dem Adler. Hat sich der sofort auch gegönnt. Hat er gerne gemacht, wenn die Leute dann wirklich einfach mal einen Abflug gemacht haben. Damals mit Impulsgranaten und so weiter. Das hat ihm riesig Spaß gemacht. So, da haben wir hier 3,48 von 5 bei 33 Votes. Am 30. Juni 2018 ist erstmal drin und wir sind das 13. Mal. 31 wie meine, das letzte Mal im Shop vor 55 Tagen. So, dann dieser Schlenky, das ist ja eigentlich für Ringer. So ein Teil zum ein bisschen üben, wenn mal kein anderer parat stehen will. Pottenhässlich das Teil. Für mich einer der hässlichsten, wirklich hässlichsten Skins des ganzen Spiels. Schrecklich! 2,03 von 5 bei 32 Votes. 2. März 2019 ist erstmal drin gewesen. Das vierte Mal, 4 Reminders. Letztes Mal im Shop. Am 21. Juni vor 173 Tagen. Weiter geht's mit dem Hüftpfeffer. Hat sich der Herr sofort auch gegönnt für 500 V-Bucks. Das Teil ist aber auch wirklich witzig. Finde ich auch ziemlich cool. Hat hier 3,95 von 5 bei 19 Votes. Am 31. Juli 2019 das erste Mal drin gewesen. Das fünfte Mal. 16 Reminders. Das letzte Mal ist noch nicht so lange her. Der Sternenstab. Mit den Sternchen, die da fliegen hier für 800 V-Bucks. Ja, ist eigentlich ein relativ goldisches Ding hier. 3,85 von 5 bei 20 Votes. 19. März 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Das neunte Mal. 39 Reminder. Das letzte Mal im Shop vor einem Monat. Dann haben wir den Burnout oder den Knight Rider, der jetzt hier hinten dieses Reserverad auf dem Rücken hat. Finde ich richtig cool. Teil. Hat hier folgendes Voting. Wir haben 4,03 von 5 bei 62 Votes. Am 9. März 2018 das erste Mal drin gewesen. 19. Mal. 5 Reminders. Letztes Mal im Shop. Vor 22 Tagen. Weiter geht's. Mit hier dem Streifenschlitzer bin ich jetzt kein Fan von dem Ding. Also mir persönlich gefällt es nicht so wirklich gut. Hier haben wir folgendes Voting. 3,58 von 5 bei 12 Votes am 6. Oktober 2019 ist das erstmal drin gewesen. Das vierte Mal, 4 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 30 Tagen. Dann geht's weiter mit diesen Himmelsstreifen. Für 500 V-Bucks. Ja, ist schon ein bisschen cooler, das Teil. Ich könnte mich da nicht dran hängen, da würde ich wahnsinnig werden. 4,5 von 5 bei 8 Votes. 3 Reminders. Dann kommen wir zur Ruby. Wunderschöner, wunderschöner Skin. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Nice Lady hier. Echt cool. Ruby hat hier folgendes Voting. 3,61 von 5 bei 36 Votes. 120 Reminders. Jo, dann kommen wir zum nächsten Set. Das ist hier Mega Volt. Da diese komische Picke. Ja. Mit dem Elektroschocker für 800 V-Bucks. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll. Gucken wir mal rein. Einmal 2,5 von 5 bei nur 2 Votes. Am 20. September 2019 ist erstmal drin gewesen. Jetzt das zweite Mal. 2 Reminders. Jo, und dann haben wir hier noch diesen heißen Draht für 1500 V-Bucks. Den finde ich persönlich schon irgendwie cooler. Also hat irgendwie was das Teil hier mit der Autobatterie da um den Hals. Mit den Ladekabeln. Hier rechts und links da. Schon nice, das Ding. Nur mal, wie ist denn da das Voting? 3,22 von 5 bei 9 Votes am 20. September 2019. Das erste Mal drin gewesen, das zweite Mal.
14 Reminders. Jo, und dann kommen wir zu dem Highlight des heutigen Shops, die Zuckerfee. Ewiglich lange nicht mehr im Shop gewesen, sieht ein bisschen aus eben wie so eine kleine Elfin. Da hinten hier auch diese Flügelchen da. Da hat es eben gerade mal schön aufgeblitzt. Hat was. Ist auf jeden Fall ein mega seltener Skin. Ich habe den ehrlich gesagt auch noch nicht auf der Map bis jetzt gesehen. 1500 V-Bucks kostet das Ding. Gucken wir mal rein, wie sieht das Voting aus. Hier haben wir 3,43 von 5 bei 51 Votes am 30. Dezember 2018. Das erste Mal drin gewesen. Jetzt das dritte Mal. 21 Reminders. Das letzte Mal im Shop eben am 31. Dezember 2018, also vor 345 Tagen. Das ist schon richtig, richtig crazy. Jo, dann sind wir soweit auch schon durch. Dann gucken wir jetzt einfach mal in den aktuellen Shop rein. Wie kann ich den denn bewerten? Ruby ist geil, Zuckerfee freue ich mich. Heißer Draht, ja. Auf der rechten Seite. Ja, also die Emotes sind cool. Aber Schlenky, naja, Knight Rider war auch schon sehr oft drin gewesen, Sternenstab auch. Jo, gucken wir doch einfach mal, wie sieht's denn aus aktuell mit eurem Voting. Hier haben wir 947 Love It, 1378 It's Meh und 3872 Hate It. So, was gebe ich denn im Shop? Also ein Love It kann ich nicht geben, auf keinen Fall. Ein Hated kann ich eigentlich auch nicht geben. Also ich bin mal jetzt hier in der Mitte bei einem It's Meh. Ich bin damit It's Meh Nummer 1379. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Benutzt unseren Creator Code sofort gleich TTV. Zack. Abonniert unseren Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit dem Herrn gleich. Schaut auch rein, macht's gut, bis dann und tschüss.